Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders. Wir hatten in der letzten Episode den Feldzug oder die Kampagne des Kults der Stürme abgeschlossen und beginnen heute mit der anderen Seite der Kampagne mit den Wächtern. Für mich ist eine ganze Weile, die ich jetzt nicht gespielt habe. Ich nehme mir mal einige Folgen im Voraus auf, also muss ich mich erstmal ein bisschen wieder zurechtfinden. Okay, die Wächter, die Harmonie auf Erden für all ihre Bewohner sichern, akzeptieren die Menschen und ihre Gegenwart, also was sie so machen, sie akzeptieren die Menschen und ihre Gegenwart, bekämpfen aktiv den Kult der Stürmer, ist klar, vermeiden, wenn möglich, Blutvergießen und Konflikt. Ja, ob das so klappt, machen wir mit. Oh, also das ist nach dem Attentat, nach dem Auftakt des Krieges. Ein Sturm tobt. Elwin ist tot. An die Wächter richtet sich mein Ruf, Verbündete zu Julians Tal der Wunder zu senden. Wenn auch alle Kraft der Stürme sich vereint, so werde ich ihn trotzen, denn unsere Sache ist gerecht. Hier bin ich. Ich bin bereit. Also das sind quasi wir, wenn wir jetzt einen eigenen Charakter erstellen würden. Aber ich nehme den vorgefertigten, den Standardcharakter. Mal sehen, wie der heißt. Werden wir dann gleich sehen. Eine gefährliche Mission. Auserwählt von den Wächtern folge ich dem Ruf der Prophezeiung und verfasse ein Zeugnis dieser wirren Zeiten. Ein neuer Sturm über dem Tal der Wunder und gemeiner Verrat verkünden ein Zeitalter des Tals der Wunder schon wieder. Es ist an mir, eine Armee für Elwins Tochter Julia zu finden, die für die Wächter des Wundertals kämpft. Meandors Kinder, die der Kult der Stürme, warfen Aldor ins Chaos, indem sie Königin Elwin töteten. Verführt von Rachegedanken besessen sind die Elfen von Aldor jetzt am verletzlichsten, wo sie den Zusammenhalt am meisten brauchen. Da liegt sie aufgebahrt. Preis für den Frieden. Der Kult versammelt dunkle Kräfte, die alle Menschen töten wollen. Als Wächter widerstrebt mir dieses Massaker und ich suche nach sanfteren Wegen mit diesem geheimnisvollen jungen Volk umzugehen. Der Frieden kostet seinen Preis. Viele Elfen verachten die Menschheit, da sie sich der Zerstörung ihrer ersten Heimat erinnern. Injoks Hof der Elfen im Tal der Wunder. Doch Julia glaubt, dass der Menschheit für die Sünden ihrer Ahnen vergeben werden muss. Und sollte der Kult sich durchsetzen, was dann? Ändern sich Tyrannen und wilde Armeen je? Wir kämpfen für den Frieden. Ja, gleich erstmal gucken, Einstellungen, dass wir alles richtig machen. Ne? Genau, klassisch und auf hart natürlich. Genau, wir haben jetzt ein paar andere Verbündete. Wir werden hier oben rumgehen wahrscheinlich. Also Halblinge sind so oder so die ersten Verbündeten. Wie halt Goblins die ersten Verbündeten der Kult der Stürme ist. Wir sehen aber auch hier, dass uns die Azrak und sowas, die Orks, Echsenmänner, Dunkelelfen, doch, die werden alle angezeigt. Gut, nevermind. Gut, die erste Mission ist der Goblin-Rausch. Mal sehen, wie es wirklich heißt. Ich glaube nämlich nicht, dass Goblin-Rausch unbedingt die richtige Beschreibung ist. Sehen wir ja, wenn wir das Spiel speichern, da ist das dann drin. Goblin-Rausch. Die Goblins sind in das Blütental, die Heimat der Halblinge, eingefallen. Obgleich nicht kämpferischer Natur, sind die Halblinge unsere treuesten Einhänger. Sie glauben an die Vorsätze der Wächter. Gold bedeutet ihnen nichts. Bitte? Halbling bedeutet Gold sehr viel. Stattdessen kämpfen sie für die Gerechtigkeit und hoffen darauf, heroische Balladen zu inspirieren. Halblinge und heroisch. Das ist sehr interessant. Man sagte mir, es wären noch andere in der Nähe, die Rache an den Goblins zu nehmen suchen. Sicher würden sie uns im Kampf gegen den Kult helfen. Sollen die Halblinge diesen Zufluchtsort erhalten bleiben, müssen wir die Goblins aus diesem friedlichen Tal vertreiben. Eine kleine Beschreibung der Halblinge. Halblinge sind friedfertige Wesen, die alten Sagen lieben und voller seltsamer Ideen sind. Sie überlebten jahrhundertelang nur aus dem einfachen Grund, dass die meisten anderen Völker sie ignorieren. Gold bedeutet ihnen nur etwas, wenn es für gute Zwecke eingesetzt werden kann. Also nicht wie bei Tolkien. Gold bedeutet ihnen... Halblinge können für wenig Gold angeheuert werden, kämpfen für die gerechten Ziele und für die Chance, Legenden zu schaffen. Sie sind flink und behende und häufig gute Fechter, also flink nicht. Zwar sind sie körperlich schwach, aber in der Abwehr von Angriffen sehr geschickt. Ihre Armee sind zu kurz für Bögen. Ihre Arme sind zu kurz für Bogen.
sodass sie stattdessen Steinschleudern setzen. Und Steinschleudern, haben wir ja gelernt, sind ziemlich overpowered. Die können viermal schießen. Auch die kleinsten Siedlungen können Rammböcke zur Mauerzerstörung bauen. Das ist normal. Die Ponyreiter der Halblinge werden eher als schwer als für Kavallerie eingesetzt. Ja, die sind Level 1 Kavallerie, also sehr schnell. Das kann man direkt am Anfang bauen, was ein ziemlich cooler Twist ist, wenn man gleich am Anfang Kavalleristen hat. War das so? Fragezeichen. Werden wir rausfinden. Elvins Mörder flüchten ins irgendwohin. Elric sind wir. Ihre Runde. Gut, wir haben anscheinend Wasser und Leben. Beseitigt alle magischen Handicaps, Debuffs und heilt sie. Das finde ich schon mal gut. Eissplitter, Segen. Beschützt die Einheit. Waffe verzaubern ist auch immer gut. Können wir erstmal gucken, was wir schon für Zauber können. Fruchtbar machen, verwandelt Düse. Können wir schon was? Wir können Magie zerstreuen. Und Schlamm, verwandelt Schaffel, den Krieg. Ich glaube, wir brauchen erstmal vielleicht einen Kampfzauber. Obwohl, wir werden ja viel. Er kann schon Bogen schießen, angreifen. Ich nutze eigentlich die Magie hier fast gar nicht. Im Kampf. Forscher, hier. Dass wir das recht finden. Also Forscher beirufen, das ist mal nicht schlecht. In Level 1 herbeirufen. Ich glaube, eine Heilung ist ziemlich gut, weil das kann ich auch auf der Oberweltkarte einsetzen. Wenn ich mich recht entsinne. Ergänzt alle bisherigen Zauberpunkte einer. Auch nicht schlecht. Das ist eine kleine Heilung, eine große Heilung. Segen ist gut. Waffe zaubern. Also wir haben direkt hier ziemlich viele gute Sachen. Fangen wir an mit der Heilung. Okay, was steht hier auf dem Schild? Willkommen im Blütengäu. Okay. Erstmal wieder das Rechnen. Wie sieht die Kraftverteilung aus? Das ist okay. Gut. Dann gehen wir erstmal hier vor. Warum läufst du so schnell? Habe ich die Bewegung auf schnell gemacht? Normal, oder? Jawohl, das war vielleicht zu langsam. Ich glaube, ich habe es auf schnell geändert. Für 104 nehmen wir mit. Wegen dem bedeutet Gold nichts. Und hier haben wir auch direkt einen Typen. Jetzt sehen wir mal kurz. Genau, die waren direkt am Anfang erhältlich. Was Leben befestigen dann unsere erste Amtshandlung hier sein wird. Wir möchten auf jeden Fall noch das dort einnehmen. Und ansonsten versuchen wir so einen Schleuderer mitzunehmen, oder? Okay, da gibt es noch eine Halblingstadt. Was ist mit dir? Ah, einfach so. Okay. Gut, also wir können ziemlich viel mit Gold lösen hier am Anfang. Das gefällt. Hier ist noch ein Lebensknoten, das gefällt mir auch sehr. Immerhin, die haben auch 24 Leben Bewegungspunkte im Gegensatz zu 2. Ach, das ist eine Heilquelle, das ist natürlich dumm. Schade, mir reicht es nicht ganz zu dem Punkt. Gut. Erste Runde. Oh. Zuflucht suchen. Da muss ich noch zurück dann. Möchte ich haben. Vielleicht mit der ersten Einheit, die ich hier baue. Ich den ab. Der bringt mir jetzt erstmal nichts. Außer Kosten. Wichtig ist, dass wir das einnehmen. Und mal den Turm, dass wir sehen, wo wir lang gehen. Da liegt Mana rum. Das könnte uns helfen. Jetzt können wir dann die Kraftverteilung mehr auf Forschung einbringen. 125 für eine große Stadt akzeptieren. Kommst du zu dem Gold? Nächste Runde. Können wir das Gold vielleicht in diese Runde holen? Ja. Gut, weil das könnten wir eventuell brauchen. Wie viel war das? Sicher zu wenig, oder? 82? Knapp zu wenig. Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nehme lieber die Pfeiltasten, obwohl die sind noch nicht so der Hit. Dann gehst du dahin und holst die nächste Runde. Jetzt hier noch ein bisschen weiter, okay. Das macht eigentlich eine ganz gute Truppe hier mit dem zusammen und unserem Anführer.
Okay, die schaffen es jetzt eh nicht. Das heißt, wir könnten mal gucken. Acht eine. Das ist unser Anführer. Also einer muss noch das Mana dort abholen. Den hätte ich eigentlich gerne im Kampf. Zwei Runden. Seid ihr schneller da? Eine Runde. So. Ich kann schon gucken, wie viel die kosten. 103. Die kosten mehr. Das ist eine Einheit. Es sind sogar Kavalleristen dabei. Also wäre schon praktisch, die dabei zu haben. Und du kommst mit in die Gruppe. Da haben wir dann nämlich 6. Mit denen dann eine volle Achtergruppe. Angriffbogen schießen. Jetzt habe ich es irgendwie. Speichert er das? Ne, gut. Okay. Wir sehen uns nochmal. Zweimal Leben, einmal Wasser. Gehen wir mal mehr an die Forschung. Brauche nicht so viel Mana jetzt. Auch eher die Forschung erstmal. Ich habe kaum gute Zauber. Ja, spielt ihr noch mit die Ohr? Habe ich jetzt nicht gelesen. Goblins, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo ich das lesen kann. 82 haben die doch gekostet, ne? Ja. So, und dann könnten wir doch mal den schnellsten rüberschicken. Bam. Und jetzt können wir mal kurz gucken bei... Haben wir plötzlich 27 in Forschung. Jetzt geht alles plötzlich viel schneller. Das Mana holen wir uns auch noch ab hier. So, Freund. Okay, da könnten wir versuchen, mit ein paar billigen Einheiten die Bombenleute explodieren zu lassen, bevor wir es dann mit etwas teureren Einheiten einnehmen werden. Problem an den Zufluchtsuchen-Einheiten, dass die uns jetzt Geld pro Runde kosten, was wir zurzeit eigentlich nicht übrig haben. Ist die Frage, ob man damit trotzdem einen Push machen kann, je nachdem, was uns hier hinten erwartet. Und du bleibst hier und kümmerst dich dann um die Stadt. Wir machen hier einen Push. Ja, nehmen wir die ruhig mit. Wir kosten die nicht. Guck mal voraus. Ach, guck an. Sieh mal, guck mal, hier ist eine Elfenstadt, wenn ich das richtig sehe. Das wäre ja interessant. Gut, müssen wir mal gucken. Da war direkt eine Siemergruppe gegen uns. Okay. Da können wir jetzt eh nicht machen. Wir haben zu wenig Gold, um irgendwas zu bauen. Okay, die nehmen die Stadt da ein. Können wir gucken, ob wir die gleich wieder zurückerobert bekommen. Die müsste man nicht umsiedeln. Warte, wie ging das? Speichern. Es gab Autosave und es gab... Egal, ich nehme nicht das Autosave. Sicher war doch mein Standardspeicher-Dings. Konnte ich nicht auch... Genau, da kam dann das Menü. Verstanden? Das kriegen wir hin. Okay, du schaffst nicht rechtzeitig. Du schon. Du auch. Nee, das machen wir schon taktisch. Wichtig ist, dass man möglichst diese Explosionstools auf die Fechter kriegen, weil die Fechter eigentlich die sind, die uns am, sag mal, am entbehrlichsten sind. Entbehrlich ist das Wort, was ich gesucht habe. Du könntest zaubern und Bogen schießen. Du kannst versuchen zu flankieren vor allen Dingen. Gucken, die haben doch Erstschlag, richtig? Ja, erster Angriff. Und den Bogenschützen könnte man eventuell ausschalten. Oder diesen Bomber halt irgendwie binden vorher. Mit dem Bomber bin ich mir noch nicht ganz einig, ob ich den jetzt ignoriere.
Kommst du da irgendwie ran? Ja. Sehr gut. Dann könnten wir hier Bombe angreifen. Mit allen Versuchen, anderen versuchen wir hier mal diese Goblins ein bisschen zu dezimieren. Und du stellst dich jetzt mal so richtig in den Weg auch. Oh. Das ist so in den Weg. Bogenschießen haben wir noch zweimal, okay. Haben Schaden genommen, zum Glück. Kill. Er kann dann Heilkunst. Ach nee, kann er noch nicht. Eigentlich wäre es jetzt schön, wenn wir. Du kannst Heilkunst. Gut, wenn wir den Nahkämpfer weggeschossen kriegen. Dass er dann den Fernkämpfer sich vornimmt. Für die Erfahrung. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich das, wie hieß es, Sonnenschloss erobert für die Elfen wieder. Und können dann dieses die Goblin-Dorf dann auch nächste Runde direkt uns schnappen. Also den habe ich gar nicht mitgenommen. Der hätte es auch gar nicht geschafft. Du könntest dort einen Verteidiger spielen, ehrlich gesagt. Das Mana mit, einen Fei. Brauchen eigentlich jetzt im Norden Kämpfer, dass wir eventuell diese Stadt wirklich eingenommen bekommen. Die nördlichste Handelsstraße. Okay, da kommen dann Truppen. Da müssen wir halt, die werden wahrscheinlich die Stadt dort einnehmen. Oh, die ist unverteidigt, die würde ich versuchen einzunehmen. Hier ist auch eine Monsterhöhle. Gerade am Anfang der Kampagne sind so Monsterhöhlen natürlich super wichtig und interessant. Hier würde ich versuchen, eine kleine Verteidigung aufzubauen. Also auch mit Befestigen und dann eventuell die Installation von dem Reitern. Jetzt hätte es erstmal dort die Wache. Gucken wir mal weiter. Das nehmen wir auf jeden Fall ein. Cool. Gegenmittel erforscht. Geisterrufen ruft die Geister der kampfgefallenen Einheiten in Form von Geisterwellen zurück. Nicht so gut. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir Segen kriegen für eine Verteidigung und eine Widerstandskraft für unseren Anführer. Das wäre super wichtig, dass er nicht so schnell stirbt. Bleiben wir erstmal so der Konstellation Lushire Berge. Haha, habe ich es geahnt. Und da gibt es eventuell noch eine Schloss. Das vorher gewusst. Schwierig, ob man da jetzt nochmal extra hingeht oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. So ein bisschen am Rande des Weges sozusagen. Parade ist ziemlich gut. Das macht das auch gegen Fernkämpfer. Jetzt angestellt beim ersten Mal Angriff. Okay, also dieses Reduzierung von Fernkampf. Geschichten gibt es hier also noch nicht. Die Fernkämpfer bleiben eigentlich hinten. Wir nehmen nochmal ihn mit zum Heilkunst verwenden. Zum Heilkunst verwenden nächste Runde. Du bleibst ruhig hier. Kunst, er ist vergiftet. Heilt das auch Vergiftung mit? Oh ja, das ist nice. Okay. Gut, musste er das machen? Okay, können wir einen Zauber kaufen. Lushire Bergpass, danke. Die müssen wir jetzt natürlich umsiedeln. Löschen. Elfen umsiedeln. Das Problem ist jetzt wieder. Immer die Frage, wie viele Einheiten brauchen wir dort zur Verteidigung? Ah, das war genau falsch. Drückt. Ein kleiner Typi reicht. Okay. Interessant. Dann lassen wir sie dort. Was kann man hier kaufen?
Eissplitter. Den können wir auch erforschen. 55 Gold. Merken wir uns, falls wir am Ende viel zu viel Gold haben. Nächste Runde können wir wahrscheinlich die Stadt kaufen. Und dann sieht es schon ziemlich gut aus. Das ist jetzt verteidigt. Okay, sogar mehr als mir lieb ist. Level 2 Einheiten aber alles. Du kannst versuchen, da an vorbei zu rennen. Ist das ein allgemeiner Kraftknoten? Yes. Also haben wir jetzt noch mehr Forschungskapazitäten. 36 Forschungspunkte. Mehr als wir brauchen. Wir könnten kraftverteilungsmäßig noch ein bisschen. Ja, im Moment reicht das wirklich so, dass wir möglichst schnell den Segen halt haben. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier wieder. Okay, Verteidigung wird ein bisschen mehr, aber hält sich noch in Grenzen. Da ist noch eine Mine und alles, okay? Praktisch. Die Stadt jetzt einnehmen und den schicken wir mit nach vorne hier. Die schicken wir mit hier rüber. Die Frage, wenn wir diese Stadt angreifen, okay, die ist nicht großartig befestigt und das sind so alles Nahkämpfer, das heißt, wir bräuchten. Zwei Halblingsschützen vielleicht, da können wir da einen Angriff wagen. Da war eine Truppe. Wenn du dann hier hingehen könntest, nächste Runde könnte der andere uns folgen. Unverteidigt. Wir kommen leider nicht rechtzeitig an. Mit ihm. Das würde ich doch machen. Da gehe ich doch das Risiko ein, dass die Stadt hinter mir rebelliert, um diese Stadt einzunehmen. Mehr Gold für die nächste Runde. Unruhe, ich weiß. Ansonsten sollten wir jetzt versuchen, das Geld einzusetzen, um langsam die Städte zu befestigen. Beziehungsweise, ja, können wir so machen. Die Frage ist, ob man hier jetzt versucht, die Stadt aufzuwerten für Stufe 2 Einheiten, aber wahrscheinlich für die erste Mission ein bisschen overkill. Jetzt haben wir sogar einen Goblin gebaut, was ich gar nicht wollte. Nicht, dass sie uns jetzt wegrennen, weil die sich nicht vertragen. Aufruhrig, ja. Kann er nicht einnehmen, weil das eine Mauer hat. Hier ist aber der gegnerische Anführer, Stufe 2, mit einem Katapult. Also mir wäre eigentlich wichtig, noch mindestens in diese Monsterhöhle reinzukommen, bevor wir das hier beenden. Ja, okay, die haben sie jetzt repelliert. Soll mir eigentlich gleich sein. Vielleicht kaufen wir uns dann auch noch die Geschichte da hinten. Kriegst du doch nicht hin, das ist eine Stufe 2 Einheit. Nur 4 Leben. Wie viel Schaden machst du? 3, du musst zweimal treffen. Schwierig. Unwahrscheinlich, würde ich jetzt erstmal behaupten. Halblinge. Nee. Mist. Wie machen wir das jetzt? Kommst du hier? Ich will mich nicht so exponieren, ehrlich gesagt. Ich nehme jetzt mal dahin. Du kommst einfach mit. Wir versuchen das mit den Umsiedeln. Wir müssen dann halt immer jemanden da stehen lassen, den wir gerade nicht übrig haben. Sieht's denn aus? Segen. Nächste Runde haben wir den Segen, das ist gut. Und wenn er die ganzen Truppen jetzt hier runterzieht,
können wir auch versuchen, dann hier direkt einen Angriff zu starten nach oben, im Norden. Ansonsten befestigen wir jetzt mal langsam unsere Städte. Genau. Dann haben wir immer noch den Typen da oben stehen lassen. Na gut, machen wir hier mal einen Kavalleristen, der dann ihn noch abholt und danach den Angriff hier unterstützt. Versuchst du jetzt alle Einheiten nach Süden zu bewegen? Okay, das ist jetzt plötzlich eine große Truppe. Gucken, vielleicht könnten wir... Ja, okay, müssen wir gucken. Müssen wir Segen auf jeden Fall einsetzen. Heiliger Krieger ist natürlich auch sehr gut. Untote vernichten ist auch okay. Aber wir machen als nächstes Waffe verzaubern. Machen jetzt wirklich auf ihn auch Segen, dass er mehr Verteidigungskraft hat. Die Frage ist, ob wir jetzt die Truppe stellen können oder nicht. Bin mir unsicher. Die Richtung. Ich meine, ja, er hatte ja auch noch eine gewisse Verteidigung und wir haben auch noch kein Level Up. Ich hätte gerne ein Level Up. Also wir sollten auf jeden Fall kämpfen. Lass es bekämpfen wir mal den. Das ist ein Nahkämpfer. Versuchen wir mit den beiden Einheiten zu lösen. Wahrscheinlich jetzt auf den Heiler gehen. Nee. Okay, damit haben wir das geklärt. Er hat nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Einen, immerhin. Tja. Jetzt, wir hätten nur eine Einheit hier noch in Reserve. Maximal zwei, die Sache ausgeglichener macht. Aber... Wir haben auf jeden Fall Reiter, die schnell auf uns zukommen. Das sollten wir ausnutzen. Wir sollten auf jeden Fall vom Weg runter, dass die keine schnellen Bewegungspunkte haben. Und sollen irgendwie hier seitlich aufstellen. Wie weit kommst du? Du kommst sogar noch so weit. Und wo sind denn die gegnerischen Fernkämpfer? Mit denen müssen wir irgendwie snipen. Hier ist nur ein Schneller dabei. Reicht es auch, wenn ich mich hier außen rum bewege. Zaubern habe ich wahrscheinlich keine Punkte mehr. Deswegen könnte ich eh nichts groß zaubern. Ah, die KI ist schlauer als mir lieb ist. Die lässt uns rankommen und schließt auf. Hätten wir eher rushen müssen. So nach an wie es geht. Also noch eins. Lüste sind fast egal. Ich hätte schon gern ein paar Einheiten noch übrig, mit denen ich dann gegnerische Basis stürmen kann, aber ansonsten ist es schlau. Ja, probieren wir. Das ist unsere stärkste Einheit, die können wir ruhig mal ein bisschen vorschicken. Waffe verzaubern würde ihm halt deutlich mehr Widerstandskraft geben, Angriffskraft geben. Okay, die haben zwei Zauberer, der ist verzaubert mit... Sehe ich gerade gar nicht. Zauberangriff, also mit Waffe verzaubern. So, also interessant ist jetzt,
eine Möglichkeit, den Typen irgendwie wegschleudern. Immer noch nicht. Dass du dann hier hingehst und den kaputt haust. Und machen wir ruhig. Gehen wir auf. Sind wir super sicher und stellen den davor. Kommen wir hier durch. Ist so richtig. Ich habe angegriffen zu werden. Unsere Fernkämpfer zu entblößen. Die können ja unendlich gegen angreifen, das ist ein bisschen das Problem. Aber dann hat das gewirkt. Anführer noch ein bisschen zurückziehen, ehrlich gesagt. Mit ein bisschen zurückziehen meinte ich super weit zurückziehen, dass er nicht stirbt. Das ist schade. Stellen. Schade. Schade. So, schleudere ihn mal bitte weg. Danke. Müssen wir die Nahkämpfer nach und nach loswerden. Und die Fernkämpfer fokussieren. Das heißt, er kann uns aber auch treffen. Gibt es einen besseren Weg? Der bessere Weg wäre wahrscheinlich, diese kleine Truppe hier noch aufzuhalten, bevor sie zusammenkommen. Das Problem ist, wenn die sich hier als große Gruppe hinstellen, haben wir auch ein Problem. Ich mache mal einen zweiten Speicherstand. Ich versuche hier nochmal ein bisschen Erfahrung rauszuholen. Alles Nahkämpfer, okay. Stellen wir uns so auf. Die Fernkämpfer hinter uns verteilt. So. Klar. Wie viel sind das noch? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 oder was? Vier Felder nach vorne. 1, 2, 3, 4 hier hin. Da sind noch 1 weiter zurück. Naja, doch richtig gezählt. So, jetzt muss er eigentlich nach vorne kommen. Ja. Das ist der, den ich verschüttet habe. Okay, jetzt hat er Fokus verloren. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir sie kampfmäßig so gut ankacken.
unser Anführer den Kill holt. Okay, du hast schon einen. Okay, also noch ein Kill. Jetzt ist er. 13 XP, das dauert so ewig, ne? Wahnsinn. Okay, jetzt haben wir die Truppe noch ausgeschalten. Du stellst dich hier hin, damit hier die Unruhe wird nicht damit unterdrückt so richtig. Schade. Kannst du auch nach vorne kommen. Hier produzieren wir jetzt ein paar, zumindest einen Reiter. Machen hier schon mal, gehen jetzt mal hier nach vorne. Die kann mich nicht bewegen, okay. Wie sieht's aus mit Magie? Punkte habe ich noch übrig. 0. Gut. Und mit der Forschung? 2 Runden. Schade. Hätte ich nächste Runde schon eine magische Waffe gehabt. Okay. Jetzt haben wir zumindest diese. Jetzt haben sie sich hier natürlich vereinigt. Das sind natürlich in Anführungsstrichen nur Bombertruppen. Ugh. Ist schon ein bisschen eklig, ja. Die Verteidigung kriegen wir überwunden. Das wird ein Kackkampf, egal wie ich es drehe und wende. Und eine Waffe verzaubern. Hier sind die ganzen. Das sind Bomber. Hier sind die ganzen Truppen, die wirklich was drauf haben. Problem ist, dass hier ein Kavallerist dabei ist. Wenn hier kein Kavallerist dabei ist, werde ich hier jemanden reingeschickt, der versucht, die Bomber zu fressen. Ansonsten könnten wir auch versuchen, hier anzugreifen, alles mögliche zu killen und wenn da nur noch Bomber oder sowas übrig sind, die uns killen würden, auch wegzurennen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Ja, und da gibt es jetzt eigentlich nur noch YOLO-mäßig reinrennen. Fernkämpfer sind hauptsächlich links. Kriegt es jetzt nicht hier lange rum hinten rum zu warten, weil der Gegner dann ja nur seine Truppen zusammenzieht. Das ist ja genau das, was ich nicht will. Vorteil ist, dass wir diesmal Zauberpunkte haben. Das ist in dem Sinne vor allen Dingen ein Vorteil, dass wir uns heilen können. Die kommen vor. Okay. Sehr gut. Die gehen noch so ein bisschen nach links. Das heißt, wenn die jetzt hier keine Nahkämpfer hinstellen, dann könnten wir versuchen, mit unseren Kavalleristen hier rechts mindestens einer müsste in Reichweite sein. Ehe die da sind, haben wir hoffentlich schon genügend Schaden angerichtet, dass wir die dann irgendwie auch noch hinkriegen. Vor allen Dingen die Bomber machen wir aber, wie gesagt, Sorgen. Die können in der Theorie sehr viel Schaden machen. Schauen wir mal. Du schaffst es nicht. Du schaffst es. Gibt es irgendeinen, der auf ihn feuern könnte? Ansonsten schicke ich da meinen Helden rein. Gut. Okay, du stehst einfach tendenziell immer im Weg. Hier sind die Bäume im Weg immer. Nein. Sehr gut. Vielleicht nicht die beste Entscheidung. Jetzt muss ich dabei bleiben. Okay. Dann
ein Heul in dir. Du gehst hier hin, dass er auch noch gedeckt ist. Und du? Sehr gut. Du deckst ihn. Das sieht doch viel besser aus als der vorhergehende Kampf. Jetzt hier ein bisschen Schaden, aber wir haben auch noch eine Heilkunst, die wir jetzt auch einsetzen werden. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Kanonenfutter nach vorne schicken. Das Problem ist, wie gesagt, der Kavallerist, weil der auch so schnell ist. Der Kavallerist könnte sonst unser Kanonenfutter halt einfach sozusagen wegfrühstücken, bevor die Bomber hochgehen. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Auf jeden Fall verwenden wir jetzt einmal die Heilkunst. Wir ihn vielleicht auch weiter vorne hinstellen können und du hast ohne Probleme den kaputt. Genau, dann kümmern wir uns darum. Zwei, komm. Sehr gut. Jetzt ist die Frage. Die müssen wir so ein bisschen weiterstellen. Die Möglichkeit, nicht von einer Bombe erwischt werden. So, und du kommst auch ein Stück weiter vor. Puh, Aufregung, gucken wir mal. Sehr gut, eine Bombe weg. Könnte auch nicht gut für unseren Anführer da werden. Ah, der ist nicht in Reichweite. Der Anführer könnte nämlich jetzt die Stufe 2 Einheit da killen. Das sollte er auf jeden Fall versuchen. Schade. Würde ich trotzdem fast am Leben lassen. Dass wir uns, dass er die Erfahrungspunkte halt bekommt. So, jetzt brauchen wir nur noch Kanonenfutter, der sich um den kleinen Fuzzi da kümmert, während wir uns in Reichweite stellen. So. Der Führer soll auf jeden Fall die Erfahrungspunkte kriegen da noch. Sofern das erlaubt wird. 3 Schaden, 3 Lebenspunkte. Perfekt. Wir hatten erst einen Angriff. Aber was soll's, wir wollen die Erfahrungspunkte. There we go. Damit ist er auch Stufe 2. Und könnte, wenn wir uns noch gut anstellen, sogar noch Stufe 3 werden. Eine Einheit verloren nur, ne? Sehr gut. Auch schon alle ein paar Medaillen hier, das gefällt mir. Geh du schon mal nach. Muss er dann gleich wegrennen. So, das können wir jetzt auch wieder über sicher speichern, weil ich mir jetzt sicher bin, dass wir das auch gewinnen. Halblinge umsiedeln bitte. Gucken, wie viele Einheiten wir jetzt dann noch hier lassen müssen. Machen wir das mal so. So, da. Er sieht gut aus. Versuchen mit der Kavallerie zu umzingeln und mit dem Heiler nehmen wir auch noch mit. Und ja, die Schleuderschützen auch, weil die so gut sind. Den Schwertkämpfer würde ich jetzt einfach mal zurücklassen. Du siehst zwar nicht mal so fit aus, aber nehmen wir mal mit. Schade. Das heißt, es sind 2 in Reichweite. Okay, das sollte reichen. Hier 3,
6-3. Stellen wir uns das an, dass wir den ja gleich mit verteidigen. Oh shit. Gut. Was wird dazu? Ein Erfahrungspunkt, immerhin. Immer noch eine Unruhe hier dran. Unterdrückt. Okay, also könnten wir in der kleinen Konstellation halt gucken, ob wir die Höhle hier kunde kriegen. Oder ich glaube, wir schicken unseren Anführer noch mit nach Norden fix, dass er bei der Eroberung dieser Stadt hilft, um noch ein paar Erfahrungspunkte abzusahnen, sozusagen. Ja, wir können das jetzt auch kaufen. Haben wir den einfach erforscht. Müssen uns da nicht nochmal drum kümmern. Gut. Ihr müsst jetzt da bleiben erstmal. Genau, Level up. Und jetzt wäre es das Wichtigste, Welle. Wer ist das? Mauern. Mauerbezwingung ist das Wichtigste. Das nächstwichtigste wäre Verteidigungspunkte natürlich. Anführer wäre wichtig. Und dann wäre die Frage, kannst du Schießkunst. Der Bogenschießen schießt ja nur zweimal. Wenn ich das richtig gesehen habe. Können wir gleich nochmal überprüfen. In dem so ist das ganz schön schlecht. Wenn ich den jetzt zum Beispiel hier mal auf den Fernkämpfer trainieren will, was nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist, einen Anführer zu trainieren, dann müsste er schon Giftpfeile bekommen, weil die deutlich besser sind. Giftschutzgaster, heiliger Krieger. Heiliger Krieger wäre ganz nett, aber könnten wir ja auch als Verzauberung auf ihn drauf machen. Kunst des Baden, nicht so wichtig, Rundumangriff. Schießkunst. Flight. Einheiten bei Reichweitenangriff größer Durchschlag. Ich meine, plus 2 Angriff und plus 2 Schaden auf. Das ist schon nicht schlecht, ne? Aber vorerst gehen wir auf Überleben. Froschgruppe schnell verlegen kennen wir schon. Sonnenblitz, Heilwasser, heiliger Krieger ist wie gesagt noch ziemlich gut. Ich würde aber mal Frosch herbeirufen, weil das ist auch eine. Eine Einheit, die über Wasser gehen kann. Ziemlich nice ist. So, warum mache ich taktisch? Damit ich möglichst viel mit dem Anführer hinkriege. Ein paar Nahkämpfer. Okay, also ich mache es trotzdem taktisch immer wegen den Erfahrungspunkten. An sich ist das ja eine ziemlich einfache Kiste. Aber was jetzt? So, wir bewegen uns einfach auch mal in die grobe Richtung. Die decken ihren Fernkämpfer so halb. Das ist ein bisschen ein Problem. Er hat aber jetzt auch Waffe verzaubern. Fernkämpfer ist außerhalb des. Probieren wir es einfach mal. Wie viele Pfeile macht er? 2. Das ist halt. Also Bogenschießen ist keine gute Fähigkeit. Wenn man ehrlich ist. Überlegt, dass die Schleuderer da 4-mal schleudern können. Also das ist schon ganz schön krasse Halblinge. Interesse. Steine schleudern. 1, 2, 3, 4. Es sind zwar nur 3-1 von der Angriffskraft her, aber wahrscheinlich wären Giftpfeile die beste Option hier noch. Aufwerten. Das machen wir doch noch. Das ist doch kein Problem. Sklavt. Ich hätte noch gerne jemanden, der mir erkundet, ob es hier oben irgendwas noch was gibt. Ansonsten gehen wir jetzt zu dieser Monsterhöhle als nächstes.
Und es wäre die Frage wie immer zu stellen, wie viele Einheiten ich jetzt dort brauche. Unruhe. Unruhe. Unterdrückt sollte mir vollkommen ausreichen. Ich kann mir die Einheit nämlich noch zur Stärke nach unten schicken. Du kannst eine Wache bleiben. Du nimmst den mal noch mit. Einfach damit wir was können. Du kannst jetzt hier hinstellen als Wache und du rennst so schnell du kannst an die Front. Okay, vielleicht schaffen wir es sogar die umzusiedeln, das wäre doch was. Drückt. Immer noch unterdrückt. Mit unserer Anführertruppe her. Schnell und wendig. Ihr seid hier kurz oder lang erstmal. Müsst erstmal kurz so lang dort stehen bleiben. Da kommt auch noch der eine Schleuderschütze hier mit. Okay. Mehr Gold, als wir jemals benötigen könnten. Könnten wir doch sogar überlegen, was wir damit dann noch machen. Drei Anführer. Ach, guck an. Aber das kriegen wir mit den Leuten hier auch hin. Ja, selbst wenn die jetzt noch was nachproduzieren. Maximales Level habe ich noch nicht erreicht. Wir haben niemanden mit Höhlensicht. Oder wie das heißt, Nachtsicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Natürlich ebenso nicht vorhanden. Da sind dann die dunklen Völker doch ein bisschen bevorteilt bei sowas. Natürlich schon versuchen, dass unser Anführer hier die meisten Erfahrungspunkte abbekommt. Ist natürlich nicht, was uns hier so erwartet. Eine Fledermaus oder was, keine Ahnung. Na gut, gucken wir mal. Möglichkeit eigentlich nicht so einen Reiter verlieren, vor allem nicht, wenn er schon eine Medaille hat. Ich mache lieber jemand anderen hier vor, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Spannend ist was anderes, ne? Schon klar, warum das in Nachfolgern abgeschafft wurde, okay? Da ist irgendjemand, der dunkle Pilze macht. Den wollen wir doch auch mal lieber in Ruhe lassen. Dass unser Anführer da ist. Gut. Ach du meine Güte. YOLO! Das ist der einzige Dude hier. Ja. Gut. Nur dahinter stellen. Kill! Komm mal hören. Nicer Helm, nicer Schild. Beides plus 1 Verteidigung ist natürlich exorbitant nice. Hey, kannst du schon verwendet. Haben wir noch Zauberpunkte übrig? Ja. Gegenmittel. Bin ich auch noch verflucht? Nochmal nur so aus Interesse? Oder hält das noch im Kampf? Ja, verflucht 3 Tage. Verhindert die normale Heilung der Einheit. So, und wenn ich jetzt
Gegenmittel einsetze, müsste das doch die Verfluchung aufheben. Yes, ziemlich nice. So, wenn du, dass du die Truppe aufhältst, bewegen wir uns jetzt nicht weiter. Zwei Runden übrig. Das sind zwei, da könnten wir noch die drei schon mal mit nach vorne bewegen. Und ihr macht dann hier die Versklaverrunde. So, die Elfen wurden umgestaltet, befestigen als nächstes. Hier scheint es wahrscheinlich auch noch einen Zuhafen zu geben, wenn ich hier diese kleine Galeere noch sehe. Eine Runde müsste jetzt noch warten, ne? So, achso, du kannst noch nach vorne kommen natürlich. Okay, mehr Gold als wir jemals benötigen können. Wie sieht es eigentlich aus mit... Eine Runde, nice, dann können wir, haben wir das nämlich auch schon abgeschlossen. Das ist immer gut. Ja, da ist eine Achtergruppe hinter den Mauern, ne? Gut, wir sind Stufe 3 aufgestiegen. Jetzt ist die Frage Anführer. Wir haben ja auch zwei Gegenstände, die uns je eins Verteidigung bringen. Sodass wir 7 Verteidigung eigentlich haben müssten. Das ist was ganz schön Gutes. Ein Anführer macht einen Angriff für alle Einheiten der Gruppe. Wahrscheinlich inklusive ihm. Gucken wir gleich. Laut dem Ding hat er noch 4 Angriff. Wie lange braucht das? 2 Runden nehmen wir das. 6 Angriff. Hat er doch noch 4. 8 Verteidigung. Holy shit. Jetzt schon 8 Verteidigung. Ah, wegen Segen. Plus 1 Widerstand und verzauberte Waffe bringt auch noch plus 1 Angriff und Schaden. Okay, also plus 1 hiervon, plus 1 von Angriff. 4 Verteidigung hat er, glaube ich. Plus 2 von der Ausrüstung, plus 1 vom Segen. Irgendwie so. Ziemlich nice. So allgemein. Gucken, wie dann der letzte Angriff jetzt wird. Ach, man hätte hier unten rumgehen können. Interessant. Der Bergfaust von ja, okay, ergibt Sinn. Westen liegt Blütental. Damit hätten wir ein paar extra Truppen holen können. Jetzt bin ich natürlich, ist ein bisschen schade, aber so schlimm am Ende auch nicht. Ich würde jetzt halt versuchen, dass wir möglichst hier noch einen Sack zumachen können die Woche. AKA. Hä? Ach, ihr wurdet jetzt aufgewertet und jetzt könnt ihr zu Elfen umgesiedelt werden. Gut, das sei es wie es sei. Wir könnten natürlich hier einfach, weil wir es können, noch eine Aufwertung beginnen. Was haben wir sonst mit dem ganzen Geld? Furie macht er, glaube ich. Ja. Die große Frage, kriegen wir das so hin? Oder nicht? Eine Achtergruppe. Ich meine, wir haben hier noch Stärkungstruppen unterwegs, aber der Gegner baut ja auch Sachen und so. Also ist die große Frage, ob uns das dann groß hilft. Befestigen. Aber wahrscheinlich schon. Eventuell könnte man hier auch mal noch eine Rampe produzieren, falls nötig. Im besten Fall. Das ist der letzte Angriff hier. Kurz aus Interesse. Stufe 3 ist das Maximum. Wir müssen also nicht versuchen, unserem Anführer irgendwie Erfahrung zu geben. Achso. Nee, der Anführer ist hier. Okay, also wir sollten versuchen, so uns ein bisschen rechts zu halten. Die Nahkämpfer sollten die Fernkämpfer schützen. Die Fernkämpfer können nämlich über die Mauer schießen. Insofern wir sie halt beschützen auf dem Weg dorthin.
Und unser Anführer kann mit seinen Fähigkeiten über die Mauer rennen. Gegner da angreifen. Ja, das ist okay. Die Frage, wenn man schon ein bisschen weiter denkt, welche Einheit man mit ins nächste Szenario nehmen wollen würde. Entweder so einen Kavalleristen. Bitte? Oder wahrscheinlich den Geistlichen hier. Der hat aber noch keine Medaille. Das müssen wir mal dran arbeiten. Ansonsten bewegen wir uns hier jetzt nach vorne. So. Du schaffst es auch. Das ist die Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier brauchst du hier pro Ding 3. Ja, wahrscheinlich 2. Okay, ich wollte es eigentlich vorher ausrechnen. Ja, wie sieht er aus? Geht von den Stats her. Das Problem ist, wenn wir uns hier hinstellen, ziemlich exponiert, was gegnerische Angriffe angeht. Was soll man tun? Ja, das habe ich extra gemacht, dass unser Geistlicher überlebt. Ja. Nice! Das erste Mal, dass ich einen Zauber offensiv so eingesetzt habe. Bunto ist besiegt worden. Am Tag 13 wurde das Reich der Goblins angeführt von Bunto besiegt. Und damit haben wir gewonnen. Elric von den Halblingen. Sie sind der Sieger. Ja, die ersten Missionen sind halt noch so ein bisschen taktisch vorgehen, Kämpfe gut wählen, bevor unsere Helden dann halt unglaublich stark werden. Die Stats durchgucken. Armeen, das ist dann alles ziemlich ähnlich. Mana hatte er am Anfang mehr, Gold hatte er bis zum Ende mehr, konnte es aber nicht einsetzen, Helden hatte er nur seinen Anführer. Gut, das Blütental wurde gerettet. Zufluchtsort für Weib und Kind für den Fall, dass es zu Kampfausschreitungen kommt. Für wahr bewiesen sie sich als ehrenhafte Verbündete. Doch noch vor dem Fall des letzten Goblins brachten Speer Nachricht über eine noch größere Bedrohung des Halblingvolkes. Die Vereinigten Städte sind in Gefahr. Meander scheut keinen Preis, das kleinwüchsige Volk für sein offenes Bündnis mit den Wächtern büßen zu lassen. Während ich noch schreibe, eilen wir ihnen ihren Inselstädten zur Hilfe. Es bleibt zu entscheiden, ob wir den Gerüchten eines unterirdischen Gebirgsfahrt oder der nördlichen Hansestraße folgen. Genau, hier hat man jetzt wieder die Auswahl: nördliche Hansestraße, unterirdischer Pfad. Wir werden diesmal natürlich die nördliche Hansestraße nehmen, weil wir ja mit den Kult der Stürme den unterirdischen Pfad genommen haben. Ich glaube, die Mission ist ähnlich dann, dass man nur gewisse Anzahl Züge hat, um zu gewinnen. Gut, Freunde, an der Stelle dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.